Es gibt ja den Slogan, erst denken, dann schenken. Und Tiere zu Weihnachten verschenken ist keine gute Idee. Natürlich kann man Kinder mit einem kleinen Katzerl oder mit einem Hundewelpen begeistern und viel Leute meinen auch bei älteren Leuten, dass ein Tier vielleicht gut gegen die Einsamkeit wäre. Aber die Beschenkten wollen oft gar kein Tier. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel eine Allergie haben. Und ein Tier hat man ja nicht nur am 24. Dezember, sondern man hat ein Tier sein ganzes Tierleben lang. Und damit sind natürlich auch entsprechende Kosten verbunden. Also sehr, sehr viele Tierheime haben vor Weihnachten bis nach Neujahr einen Vermittlungsstopp. Wir vermitteln an Leute, die wir persönlich kennen, die auch schon Tiere von uns gehabt haben. Aber es kommt jedes Jahr eigentlich vor, dass am Heiligen Abend nur Leute vor der Tierheimtür stehen und sagen, habt ihr ein Kaninchen für mich oder ich brauche nur eine kleine Katze. Und da sagen wir natürlich ein striktes Nein, weil ein Tier ist einfach kein Weihnachtsgeschenk. Die Tiervermittlung läuft nach einem festen Schema. Leute kommen zu uns nach Voranmeldung ins Tierheim, damit wir auch Zeit haben. Dann schauen sie die Tiere an. Wenn sie sich für ein Tier interessieren, dann gehen wir richtig in die Beratung rein. Dann muss ein Fragebogen mit einer Selbstauskunft ausgefüllt werden. Und dann werden die Leute zu Hause von Ehrenamtlichen oder auch von Tierheimmitarbeiterinnen aufgesucht und wir machen eine Platzvorkontrolle. Und wenn alles passt und wenn auch die Angaben richtig sind, dann bekommen die Leute das Tier mit einem Abgabevertrag. Was uns natürlich momentan auch Sorgen macht und was wir wieder feststellen, ist, dass jetzt vor Weihnachten auch wieder das Geschäft mit illegalen Welpen aus Osteuropa boomt. Es sind jetzt wieder vermehrt Welpentransporte von Ost nach West unterwegs. Und ich höre es von den ostbayerischen und niederbayerischen Tierheimen, dass man da jetzt wirklich wieder eine deutliche Zunahme feststellt aus Welpen für Welpen, die nur kurz übers Internet in Osteuropa bestellt werden.